Startposition. Schlägerkopf nach oben und die Füße zeigen nach vorn. Splitstep. Springe nach vorne in den Splitstep. Beine parallel und hüftbreit. Knie leicht gebeugt. Landung im Moment des gegnerischen Treffpunkts. Kleiner Schritt mit links nach vorne in Richtung Ball. Führe gleichzeitig mit der freien Hand den Schlägerkopf maximal bis Ohrhöhe zurück. Bewege den Schläger nach vorne leicht abwärts und beginne dabei mit dem Schlagschritt rechts. Treffpunkt in der Vorwärtsbewegung, stabiles Handgelenk und Ellbogen und Treffpunkt weit vor dem Körper. Landung auf dem rechten Fuß und komplette Gewichtsverlagerung nach vorne. Wieder zurück in den Splitstep. Splitstep, Beine parallel und hüftbreit. Schlägerfläche zeigt nach vorne. Trainingsaufgabe. Spiele 20 Volleys abwechselnd Cross und Longline. Beginne immer in der Startposition. Jeder Treffer ins richtige Feld gibt einen Punkt. Schaffst du 10 Punkte? Dann zum letzten Schritt.